Okay. Also, StepCat gegen DNL. Das Matchup sieht man auf jeden Fall hier nicht allzu oft. Bowser Jr. gegen Mega Man. Zudem kann ich auch nicht viel sagen, außer dass es sehr viele Projektile gibt. Im Moment ist es auf jeden Fall noch even und relativ ungefährlich. Oh, aber jetzt baut DNL auf jeden Fall hier langsam Prozente auf. Vor allem mit Grab-Follow-Ups oder Grabs. Oh, bisschen extra Damage. Nope. Oh, das war bestimmt ein Miss-Input. Und wird damit der Berg eher offstage. Oh, ja, ich wusste jetzt gar nicht, wie viel Schild-Damage das macht. Aber zwei von den Dingern könnten das Schild schon tatsächlich brechen. So, über 100% jetzt auf Bowser Jr. Er kriegt ihn offstage. Ah, erwischt hier nicht den Robo-Cooper. Kriegt ihn aber mit der Back-Air wieder off. Oh, der wird tatsächlich mal nicht von den Lemons geblockt. Hast du schon gespielt? Ah. Nein. Okay, also 130% auf Bowser Jr. Das reicht noch nicht. Ja, Bowser Jr. ist mit seiner Clownskutsche tatsächlich einer der schwersten Chars. Ohne ist er aber sehr leicht. Mit 90%, 95% auf DNL. Oh, und er kriegt ihn mit dem letzten Hit vom Up Smash. Schön mit dem Cloud Cut da rein. Ja, den kleinen Sonic-Trick hier mit dem Trampolin. Und er schafft es, ihn Foot zu Foot zu holen, aber keine Conversion. Eher Grab-Fails. Okay, und jetzt macht Daniel natürlich schön Damage hier. Das ist eine Situation, in der Mega Man sehr gerne ist, ein Stock-Up zu sein. Er ist ziemlich schwer. Und er hat ein nerviges Neutral. Oh, oh, oh! Oh, kein SD, okay. Ich dachte schon. Nur einen kleinen Hit. Oh, und er kriegt die Combo und das killt ihn sogar. Nice. Ist auf jeden Fall ein bisschen viel für StepCat gerade, das ganze Gespamme von Daniel, die ganzen Blades. Oh, wie hat er es denn da geschafft, nicht getroffen zu werden? Okay, StepCat offstage. Okay, 60%. Und die Mecha Koopas bringen Bowser Jr. in dem Matchup nicht besonders viel. Können zu leicht weggespammt werden. Leaf Shield ist draußen. Oh, er hat jetzt Stage Control. Oh, und er grabbt ihn und... Nein, das war's nicht. Gut DI'd von StepCat. Hier bei 150. Oh, Backthrow ist aber stärker. Allerdings auch weiter weg. Killt auch noch nicht. Und er ditcht ihn mit dem kleinen Leaf Shield an. Ganz nach DNL-Art hier. So, mal gucken, ob Step bei Bowser Jr. bleibt. Vermutlich, aber ich weiß, dass er auch Mario hat. Mario ist sehr viel besser gegen Mega Man. Vermutlich. Und die Counterpick wird zu Stadt und Großstadt. Alles klar. Also, gleiches Matchup auf Town City. Okay, es geht mit vielen Lemons los.
Steph hat auch direkt wieder den Mecha Cooper draußen. Ich mag auf jeden Fall die Footstool-Kombos mit denen. So kleine Lead für Bowser Jr. Ziemlich gut neutral heavy, kann man nicht sagen, weil Scapcat gerne angreift mit der Side B, dem Clown Card. Kommt schlecht durch die Lemons durch auf jeden Fall im Moment. Okay, DNL botched hier down for back air. Er versucht ihn auf jeden Fall dazu zu bringen, ihn irgendwie anzugreifen, das dann zu shielden und ihn dann offstage zu werfen. Wenn man sich die Prozente anguckt, dann klappt das ganz gut auf jeden Fall. Oh, da ist die, leider die Bombe nicht bemerkt, sah auch aus wie eine Clownsnase. Und dann shieldet hier alle Projektile durch, fängt sogar den Mecha Cooper. Was macht er damit? Einfach fallen lassen. Oh! Der Backer erwischt. Und Footstool. Nope, reicht noch nicht. Er ist aber wieder offstage. Ah, okay, er versucht es wieder mit der Backer und kriegt dafür einen F-Smash. Oh! Oh, auf jeden Fall sehr gefährlich hier von Bowser Jr. immer, die Sprünge hier. Ja, schafft es aber wieder nicht, ihn damit zu erwischen. Und er fischt auch ziemlich hart. Schauen, ob Daniel das jetzt nicht ausnutzt. Oh, da ist wieder die Klebebombe, Stickbomb. Und holt er das Lichi wieder? Ja, da ist es. Auf, aber Mega Man unter 100 ist auf jeden Fall ziemlich schwer zu killen. Ja, er fischt mit nach den Up Smashes hier, DNL, aber das waren keine besonders guten jetzt hier. Oh, aber die Back Air, die bringt's, yep. Okay, wieder diese verwirrende Upi, um die Invincibility zu verschwenden von Stepcat. Wieder die Clownsnase am Start. Macht ihr jetzt wieder langsam Damage, langsam hier von DNL. Oh, war es ein SD? Nee. Kommt hier noch safe ran. Aber, okay, Tag, nice. We take those. Okay, kommt hier anscheinend wieder safe auf die Stage, aber schafft es nicht wirklich, DNL im Neutral zu besiegen. Oh, hier ist wieder die Abi. Zieht nicht genug Schild so wirklich. Wieder merkwürdiger Kram hier von Mega Man. 110% auf dem drauf. Scheint so, als ob er den Stock ganz gut halten kann. Versucht ihn jetzt mit dem Backers, aber da kommt die Fair von Step. Oh, und das ist die Back Air. Ja, die ist stark. So, er hat 70% ungefähr aufzuholen. Wenn man davon ausgeht, dass er jetzt auch noch so um die 130 braucht. Wow, versucht ihn hier zu Footstool-Kombon oder wie? Da ist wieder die Clownsnase, macht auch wieder Damage. Nicht gut geschildet. Und da ist sie wieder. Und wieder nicht so richtig geschildet. Und da kommt wieder das Sleeve Shield raus. Auf jeden Fall ordentlich Pressure, aber direkt mit dem Hammer von der Abi gepunished. Sehr verwirrend gegen Mega Man zu spielen, weil er mit den Lemons immer ganz gerne die Animation cancelt, in denen man gerade ist. Okay, 30% erst auf Daniel drauf. 129 auf Stepcat. Er muss jetzt auf jeden Fall deutlich sicherer spielen. Oh, aber wir merken gerade eine Minute noch auf dem Stack-Counter. Oh, aber das war's auch. Okay. Und das war's 2-0. Alles klar.